Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Expertenwebinar. Heute mit Stefan Gliesche mit der Wachstumsvision zur Bestleistung und Zufriedenheit. Hier ist Stefan. Ja, lieber Jürgen, vielen Dank für die Einführung. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Und ja, Ihre Anwesenheit entnehme ich, dass Sie sich wahrscheinlich dafür interessieren, wie Sie zum einen mit einer Wachstumsvision Ihre eigene Leistung ideal auf die Straße bringen und zum anderen, wie das vielleicht auch so klappt, dass man sich am Ende ja auch gut damit fühlt und dass das im ganzen Leben auch so klappt. Und ich fange an mit etwas, was mir letztes Jahr in Carrara passiert ist. Da habe ich eine alte Bekannte wieder getroffen und die erzählte mir, was sie gerade macht, sich nämlich vorzubereiten, in ihr Cockpit zu steigen. Und da dachte ich mir, wow, die hat es einfach wirklich durchgezogen. Ich erinnere mich noch dran, wie wir zusammen in die Schule gegangen sind, hat sie mir erzählt, ich möchte mal Pilotin werden. Und dort in Carrara an diesem Flugtag ist sie geflogen und zwar wirklich akrobatisch geflogen, Kunstflug. Da dachte ich mir, wow, die hat aus ihrem Traum, den sie am Anfang mal hatte, einen Beruf gemacht. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, sie lebt davon, zieht von Flugzirkus zu Flugzirkus und führt ihr Können dort vor, genießt das und lebt davon. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist vielleicht, dass es Menschen gibt, die nicht ganz so sehr an ihren Träumen hängen, sondern sich mehr Gedanken darüber machen, wie plane ich meine Karriere? Wie komme ich tatsächlich an meine Ziele? Und das ist auch ganz einfach zu verstehen. Ich habe vorhin schon ein bisschen erzählt, worum es geht bei der Motivstrukturanalyse, mit dem Erkennen, was sind unsere Bedürfnisse, was sind unsere Ideen, was ist auch das, was uns antreibt. Und das hat damit vor allem zu tun, wie unser Gehirn aufgestellt ist. Sie kennen das vielleicht, das Gehirn mit den zwei Gehirnhälften in der Mitte verbunden durch einen relativ dünnen Balken, ist für zwei unterschiedliche Teile zuständig. Wenn Sie auf die rechte Seite schauen, dann sind dort die Emotionen, sind die Ideen, die Kreativität angelegt. Und wenn Sie auf die linke Seite schauen, eher die Ratio, der Verstand, das Planen, das Strategische. Und so wie unser Gehirn seine Schwerpunkte legt, genauso legen wir natürlich in unserem Leben dann die Schwerpunkte, weil wir sind ja nichts anderes als die durch unser Gehirn gesteuerten willfährigen, ja, Teilnehmer unseres Lebens. Und das ist genau dieser Unterschied zwischen den Menschen, die einen eben stark im visionären Bereich, stark im kreativen Bereich, die anderen eher in dem Bereich der Strategie, der Umsetzung. Es muss konkreter sein, muss auch ein bisschen Fleisch an den Knochen ran, damit man wirklich etwas damit anfangen kann, damit man sich dann auch am Ende wohlfühlt mit dem, was man tut, weil man sieht, ich habe ein Ziel gehabt, habe mir das Ziel gesetzt und bin dort am Ende auch rausgekommen. Beides ist gut und beides ist richtig. Es muss nur zu dem Menschen passen, der es tut. Und genauso ist es, wenn wir dann eben über Karriere, über Leben sprechen. Wir müssen einfach schauen, dass wir unser Leben an das anpassen, was uns wirklich interessiert und was uns wirklich antreibt. Und wenn ich dann eben sage, ich bin stärker von dem visionären Aspekt, von dem emotionalen Aspekt meines Gehirns geführt, dann geht es wohl eher darum, sich einen Traum zu erfüllen. Und auch ganz klar, Visionen mit Leben zu füllen, ständig Neues zu erleben, auch nach Gefühlen stärker handeln können. Und wenn ich sage, mein Teil ist eher das Rationale, ist eher der Geist in diesem Sinne, dann geht es vielleicht stärker darum, mir auch zu überlegen, welche Ziele möchte ich erreichen, wo möchte ich ankommen, welche Schritte muss ich gehen, über welche Hürden muss ich vielleicht auch klimmen. Beides funktioniert, beides ist richtig. Und wenn Sie heute dabei sind, sind Sie vielleicht an dem Punkt gewesen, wo Sie gesagt haben, ja, ich habe vieles davon getan und stelle jetzt fest, nicht alles passt zu mir. Und wenn Sie feststellen, nicht alles passt zu mir, sind Sie an dem ersten Schritt, seid ihr an dem ersten Schritt, der wichtig ist, nämlich eine klare Entscheidung zu treffen, etwas zu verändern. Und dort fangt ihr an, euch Gedanken zu machen, in welche Richtung soll es weitergehen. Und da bringe ich euch gleich als erstes einen wichtigen Check mit. Denn wenn wir über Visionen reden, reden wir auch immer darüber, lässt es sich machen. Da habe ich einfach fünf Themen mitgebracht, von denen ich überzeugt bin, dass sie euch in der Selbstständigkeit oder auf dem Schritt in die Selbstständigkeit extrem helfen können.